Jo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Es geht weiter, das müsste die 24. Folge sein. Ich nehme das hier nach der letzten Folge auf. Das ist lange her, dass ich mal zwei Folgen hintereinander aufgenommen habe. Ich nehme es so selten auf, das ist einfach so, ich schieb's tagsüber immer vor mich hin. Und dann nachts stelle ich irgendwann fest, oh, es ist schon sehr spät, ich wollte ja eigentlich meinen Schlafrhythmus switchen. Und dann klappt das immer nicht. Ja, ich hoffe, seit letzten Folge ist das im Sound jetzt wieder okay. Die eine Folge war ein kleiner Ausfall. So, ich teste ganz kurz. Das müsste jetzt passen. Auf einmal war das Sound-Setting einfach wieder zurückgesetzt. Ich habe mir hier eine Flasche hingestellt. Ein alkoholfreies Aperitif zum Erfrischen. Das heißt, verzeiht mir, wenn ich in der Folge hier und da einen Sip nehme. Hier war noch ein Stück, glaube ich, das kann man noch abschlagen. Hier waren hier Leuchtsteine, wo wir aber nicht immer was gedroppt bekommen haben. Und auch jetzt nicht. Aber man kann sogar die Kleinen hier... Oh Gott. Ja, nee, das ist Verschwendung. Das machen wir nicht mehr. Kann man... Wobei? Doch. Doch, die kann man auch zerstören. Ist halt voll die Verschwendung, ne? Bei der starken Waffe. Ja, und hier bekommen wir jetzt nur Feuersteine irgendwie. Nee. Ich glaube, das... Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen verschwenderisch. Hier mit den Steinen, das ist ja okay, aber bei der guten Waffe lassen wir es lieber. Ich wollte ja zum Anfang des Parts direkt mal hier in die Höhle rein, um, ja, nochmal zu gucken, ob wir vielleicht den Ivarok besiegen, der da unten lungert. Wir haben fast 50 Pfeile. Die Donnerblumen, weiß ich nicht, ob die nachwachsen. Hier war eine, die wir noch nicht mitgenommen haben. Die ist nicht nachgewachsen, die habe ich einfach nicht mitgenommen das letzte Mal. Weil wäre schon cool, wenn wir jetzt hier diesen ersten Ramda-Schatz bekommen würden, weil das ja die Angriffskraft boostern soll, wie wir das gesagt bekommen haben. Ich glaube, es war ein normaler Ivarok, oder? Ich meine es. Ich speichere davor nochmal sicherheitshalber. Es geht ja Gott sei Dank recht schnell, das Speichern. Und wir gucken einfach mal. Erstmal Hallöchen. Wach auf. Guten Morgen. Ja, scheint ein normaler... Ja, Ivarok zu sein. Dieser Angriff ist am gefährlichsten. Weil er halt One-Hit ist. Zumindest bei mir. Okay, da fällt er dann um. Jetzt haben wir halt hier... Jetzt ist halt so, dass wir halt nicht eine Kampfstage oben haben, sondern einfach nur auf ihm halt sind. Genau. Und dann stößt er einen nach einer Zeit runter. Wir haben ihn fast zur Hälfte besiegt. Das war stark. Oh, auf was. Dieser Angriff ist heftig. Nein. Komm. Oh, er macht... Ne, ich dachte, er macht den wieder. Er holt sich erstmal wieder zwei Hände. Hoch da. Und jetzt wird hier weiter gebasht. Kinox Hammer zerbricht gleich. Ich springe vorsichtshalber jetzt schon runter. Und wir nehmen uns die Waffe hier. Ja. Er frisst schon viel Schaden, muss man schon sagen. Also der hat... Boah. Viele Lebenspunkte, sag ich mal. Oh, das ist so knapp jedes Mal. Das sieht so knapp jedes Mal aus. Ein Leuchtstein. So, jetzt. Boah, ich dachte schon... Jetzt bring's bitte zu Ende. Ah, okay, die Waffe ist schon deutlich schlechter, das merkt man. Joa, war jetzt nicht so knorke, sag ich mal. Das geht besser. So. Nochmal. Jetzt will ich's aber hinkriegen. Jetzt sollten wir es schaffen. Mal gucken, ob wir dann diesen Schatz bekommen. Höhle am Gongol-Hügel. Das war's, Leute. Wir haben unseren zweiten Ivarok besiegt. Diesmal in der Original. Also in seiner Originalform. Und hier ist wieder was zum Synthesieren. Oh, ein Topas. Unser erster Topas ist auch ein, ja, eine Art Edelstein. Und hier ist wieder so ein Ding zum Synthesieren. Ich würde sagen, ich nehme gleich mal die Waffe, die ich gerade in der Hand habe und werde die... Ah, so Zweihänder. Zweihänder habe ich immer nicht so gerne. Aber den Laser, will ich aber auch nicht weghaben. Das ist auch zu stark. Ja. Das ist auch zu stark. Das ist halt geil wegen Feuer. Ich glaube, ich tue das trotzdem weg, weil...
Oder? Ich weiß es nicht. Gibt's hier nicht irgendwo einen Stock oder so? Irgendwas? Was ist das da? Hä? Warum liegt da ein Bernstein? Ist das so weit geflogen? Ja, das ist jetzt ärgerlich. Das Ding ist, wenn ich jetzt diese synthesierte Waffe hier gerade, die hier. Wenn ich die Synthese rückgängig mache, dann ist es ja trotzdem teils beschädigt, oder? Weil das Schwert an sich hat ja Schaden genommen. Oh, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, ich nehme das rückgängig. Das haben wir vorhin gemacht. Das ist zwar auch gut, aber das hier wird, glaube ich, besser sein. Alter, 21. Wow. Okay, das ist mit Abstand die stärkste Waffe, die wir bisher haben. Leuchtender Ivarok Stein. Leuchtender Ivarok Steinherz. Okay. Ja, genau, der hat ja so geleuchtet. Das gibt 21 Kraft. Boah. Das ist sehr heftig. 26, das ist mega. Ich werde jetzt mal standardmäßig trotzdem das hier erstmal nochmal lassen. Auch wenn es ein Zweihänder ist. So, jetzt, wo geht's weiter jetzt? Hier ist doch ein Schatz scheinbar. Okay, in die Richtung ist der Schatz, glaube ich. Ist der Schatz vielleicht gar nicht in der Höhle, sondern... Nein, ich glaube, da geht's lang. Nee, warte mal, das ist doch hier der Eingang. Okay, der Schatz ist genau hier markiert. Warte mal. Ist der da drin? In diesen Stein? Nee, oder? Oh, eine Kletterechse. Ah, genau da ist er, die spawnt. Ernsthaft. Wo ist jetzt dieser Schatz? Muss ich erst alle... Muss ich erst alle, keine Ahnung, alle von diesen blauen Steinen weghauen? Ah, da ist das der Schatz. Hieß das nicht, das sind Kleidungsstücke, die Schätze? Oder ist der Ivarok, dieser, das, was der droppt, ist das der Schatz? Könnte das sein? Hier hieß es ja Blitzschutzbekleidung. Kletterbekleidung. Nee, Kraftbekleidung, das ist das nicht. Hier ist noch irgendwas und ich sehe es nicht. Ja, aber wo denn? Hier ist doch kein Gang und nichts. Hä? Was wollen die denn jetzt? Ja, hä? Ich bin auch da, Leute. Dann gib mir doch den Schatz. Ich push mich mal kurz nochmal raus, würde ich sagen. Ja, ist zu hoch, die Decke. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum das nicht klappt. Ja, komm. Ach, Mann. Das ist ja voll die Verarsche, Alter. Nicht, dass ich googeln muss. Wieder. Oh nein, googeln. Okay, er gräbt sich sehr weit hoch. An so einem Art Ausblickpunkt. Okay, hier ist wieder so ein Geoglyph. Wow. Okay, ich will eigentlich noch gar nicht so viel sehen. Das ist ja noch nicht unser Gebiet, aber... Der Schatz... Ah, ist der hier drin? Ist er wohl gar nicht in der Höhle? Oh Gott, ich glaube, der ist gar nicht in der Höhle. Ist es diese Truhe hier? Wobei, das ist nicht ganz am X. Das wäre jetzt sehr unspektakulär, wenn es einfach hier in der Truhe wäre. Nee, ist es nicht. Dafür ein Soldatenzweihänder. Ich bin ein bisschen überfragt gerade, was die jetzt von mir wollen. Was war das für ein Fell? Ja. Ja, wo ist denn der Schatz hier? Zeig doch mal. Also das X ist hier. Das ist in der Höhle. Aber in der Höhle habe ich nichts gesehen. Ich werde euch kurz schneiden. Ich gehe nochmal in die Höhle und gucke mich nochmal genauer um. Also hier sind ja überall diese blauen Steine. Muss man vielleicht wirklich diese blauen Steine weghauen? Das wäre super nervig, weil es halt... meine ganzen Waffen zerstört, so.
Aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwo in diesen Steinen ist. Ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich einfach auf YouTube gucken. Ja. Ja. Das werde ich tun. Okay, ich werde hier einen Cut setzen und mich auf YouTube informieren. Wir sehen uns gleich. Okay, Leute, so schnell kann es gehen. Es ist tatsächlich eins von diesen... Es müsste sogar das hier sein, ja. Das kann man daran erkennen, hier an diesen Pfeilern, die rauskommen. Dahinter ist was. Ich habe im Video gesehen, dass das Barbaren-Outfit, glaube ich, heißt. Und ja, wie auch immer. Hier drin, beziehungsweise hier hinter, bekommen wir den Schatz. Ich brauche eine Donnerblume. Ja. 8 Donnerblumen, mächtig. Genau, dann zerscheppert das hier. Und dann kann man da oben rein. Mal gucken, wie viel das tatsächlich bringt. Dann gibt es noch die Isolierrüstung und die, ich glaube, Kletterhandschuhe heißen sie. Genau, da hoch kann man dann... Ja, das... Ja. Ja, gut, mit Donnerblumen klar, aber die sind mir halt zu wertvoll, die da jetzt überall hinzuschießen auf diese Steine. Wobei hier sind einige. Und hier ist so eine Art... Ja. Keine Ahnung, was das ist, aber auf jeden Fall, da ist eine Truhe und da dürfte das drin sein. Bin gespannt, inwiefern mir das was bringt. Inwiefern die dann wirklich die Angriffskraft steigert. Das ist aber auf jeden Fall nice. Ich habe gesehen, Nintendo hat, glaube ich, diese Nebenquest erst voll spät gestartet. Wir hatten ja richtig Glück, dass wir diesen Typ gefunden haben. Schon so früh. So, gib mal her. Barbarenkleider. Angriffskraft plus. Okay. Hat aber an sich nur eine ganz normale Dreier-Rüstungskraft. Sieht sehr cool aus, aber pusht die Angriffskraft. Das ist doch mega gut. Hat sich gelohnt. Ja. Okay, wahrscheinlich werden das immer so Höhlen sein, diese Ramda-Schätze. Gut, dann porte ich mich direkt mal raus. Und zwar, ja, das nächste, ja, ist das hier. Und dann gehen wir in Ebbelwald und gehen weiter nach unten, südlich, weiter bei der Map. So, wir sind da beim Ebbelwald. Ich habe mir eine neue Markierung gemacht. In der Nähe von dem Stall, der ja da in der Nähe sein soll. Ja, die Bienen wieder hier am Start. Ab jetzt. Weißt du, ob die Bienen selber was droppen? Glaube nicht. Aber einen Honig, der ist schon mal sehr, sehr gut. Immer Ausschau halten nach goldenen Äpfeln. Mit denen will ich auch bald mal was kochen. Keine Ahnung, was da rauskommt. Und jetzt wird es erstmal regnen. Digga, es ist 12 Uhr mittags. Und der Regen ist so heftig, dass es einfach aussieht wie mitten in der Nacht. Boah, das ist schon... Na, oh, das ist schon zu dunkel, oder? Das ist fast schon unrealistisch. Naja. Aber auch am helligen Tage kann Regen natürlich den Himmel stark verdunkeln. Klar. Aber das ist schon extrem. Sieht ja aus wie Nacht. Ja, der Äppelwald scheint jetzt hier nicht ganz so spannend zu sein. Hier ist nochmal ein Honig. Her damit. Ich glaube, man kommt immer ein bisschen Schaden von denen, oder? Ich weiß nicht. Ja, ein bisschen muss man die schon auch killen. Sehr viele Äpfel, ja. Gut, das Wildschwein ist, glaube ich, aggressiv, oder? Ja, lieber Abstand halten hier. Das kann ich dir nicht empfehlen, dich mit mir anzulegen. Bisher kein goldener Apfel, leider. Ich weiß nicht, wie selten die sind. Keine Ahnung. Genau, hier ist jetzt so eine Art Strand. Und so ein sehr großes Materialdepot. Und ein Sonnenfleckchen. Nee. Eine Ausdauerknolle. Wow. Die sehen immer so komisch aus. Die sind so gelb außen. Also oben. Und hier ist irgendein verwirrter Typ. Hallo? Wow, Birk da. What? Verflixt. Direktor, Direktor Dumster, geht es dir gut? Dumster? Schon mal gehört irgendwie, oder? Ah, was habe ich nur angerichtet? Oh nein, Direktor Dumster, bitte verzeih, dass ich dir keine Stütze war. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Das konnte nur passieren, weil du mich erschreckt hast. Es mag nur ein Schild sein, aber für eine Abbildung von Direktor Dumster, die den Boden berührt, gibt es keine Entschuldigung. Du kennst Direktor Dumster nicht? Dabei wurde er von Prinzessin Zelda höchstpersönlich ernannt. In ihrem Auftrag stellt er überall diese Materialdepots auf und bildet damit das Fundament für den Wiederaufbau Hyrules.
So ganz nebenbei hat er auch noch das Bauunternehmen Dumpster aus dem Boden gestampft und zu einem, nein, dem für... Und was tust du hier? Hä? Ich war noch gar nicht damit fertig, dir von Direktor Dumpsters Heldentaten zu berichten. Also jedenfalls, ich rede ja nicht gerne darüber, weil es die Leute jedes Mal vor Neid erblassen lässt, aber... Ich habe von Direktor Dumpster höchstpersönlich einen sehr besonderen Spezialauftrag erhalten. Meine Aufgabe besteht darin, allerorten Schilder aufzustellen, um für das Bauunternehmen Dumpster zu werben. Ach, das war das. Aber das ist noch längst nicht alles. Es handelt sich nämlich mitnichten um ganz gewöhnliche Schilder. Es sind... Ah, der! Ja, den kennt man auch irgendwie vom Design. Es sind Schilder, auf denen der ehrenwerte Direktor Dumpster höchst selbst abgebildet ist. Jawohl, sogar wenn es in Strömen regnet, ist dies keine Entschuldigung dafür, dass ein Schild den Boden berührt. Ich sehe es. Genau deswegen fungiere ich hier als Stütze. Nur keine Furcht, Direktor Dumpster, ich stütze dich in allen Lebenslagen. Digga, der ist komplett durchgedreht. Oh je, aber wer stellt jetzt all die anderen Schilder auf? Was soll ich nur tun? Lass doch mal los. Ach was, du willst es auch mal stützen? Na gut, Achtung, ich lasse jetzt los. Was zur... Dafür gibt es keine Entschuldigung. Okay? Sorry? Direktor Dummster, alles in Ordnung. Ich werde ihm wohl weiter eine Schütze sein müssen. Was ist? Ich muss mich darauf konzentrieren, dass Direktor Dummster, ich meine natürlich, das Schild nicht umfällt. Direktor Dummster, okay. Okay, ich werde mich jetzt mal hier hinstellen, weil es fällt ja hier hin. Wenn ich jetzt hier sage, lass mal los, müsste es doch klappen, oder? Du willst auch mal stützen? Okay. Ja, das hat jetzt eher weniger geklappt. Was ein Spaß, Alter. Kann ich vielleicht irgendwie, wenn das hier hinfällt, irgendwie was hinlegen, dass das... Oh, dass das nicht passiert? Oh, schade. Komm. No. Oh, der war so nah. Ah. Das ist der mit der Truhe. Was ist das hier? What? Was? Ist das ein... Was zum Teufel? Es ist wieder ein Sonderbauteil. Wie viele gibt's denn? Ja, und was macht das? Warte mal. Das ist so ein Steuerding. Ist das für... Oh, ist das für Floß, Gleiter? Floß, Gleiter und auch diese Autos. Wow, das ist krass. Das muss ich gleich mal probieren. Das muss ich auf jeden Fall probieren. Das wäre ja ultra geil. Da hinten sind auch Räder. Ich habe ja die ganze Zeit, ich habe mich in der letzten Folge sogar schon gefragt bei der Rakete, dass ich das nicht verstehe, weil man ja nicht steuern kann. Hat sich wohl jetzt erledigt. Es gibt extra ein Bauteil für die Steuerung. Was ist das hier? Ah, eine Rakete. Das siehst du. Was ist das? Okay, das ist auch wieder ein neues Bauteil. Wie nennt sich das? Bei der Synthese sagt das ja immer, was das ist. Ersatzbatterie. Das heißt, wenn ich die auf ein Ding, also mit kombiniere, zum Beispiel auf ein Auto, dann hat die Batterie mehr Kraft, oder wie? Das ist interessant. Da will ich gleich mal experimentieren. Ja. Ich denke, da werde ich gleich mal ein bisschen rumexperimentieren. Warum habe ich das letzte Mal eigentlich die Räder nicht einfach unten dran gebracht? Voll dumm, ne? So. Nein. Das will ich draufkleben. Ich werde jetzt einfach mal so ein Auto mit diesen Rädern hier, also so ein Gefährt machen. Werde ich das schneiden. Und dann werden wir mal gucken mit dem Steuerding und auch mit der mit der Zusatzbatterie, wie das funktioniert. Wir sehen uns gleich, wenn das Gefährt steht. Also, wenn es fertig ist. Okay, das dürfte so passen. Ich weiß noch ganz am Anfang bei dieser Funktion mit dem Bauen, war ich ja super skeptisch so. Oh, aber die rollen nicht, ne? Glaube ich. Es wirkt so, als würden die nicht rollen. Ja gut, dann brauchen wir anscheinend einen Ventilator. Ich werde erstmal testen, ob das rollt. Also hier gibt es super viel zum Experimentieren hier bei diesem Strand. Das ist mega cool gerade. Nein, das... Nein. Komm erstmal her hier. So, komm her.
Dann hier drauf. Ich will mal ganz kurz noch testen, ob die Räder wirklich nicht funktionieren. Ja. Also vielleicht liegt es auch im Untergrund, wobei ich glaube nicht. Ich glaube, die Räder sind fest. Also die können nicht... Die können sich nicht drehen, sag ich mal. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, nee, die sind fest. Da kann man nur ein Floß bauen eigentlich von da. Okay, schade. Na gut, dann machen wir unten ein Floß. Den Ventilator nehme ich mit. Wir haben jetzt halt leider keine Räder. Ne? Wenn wir Räder hätten, würde das gehen. Ich glaube, in einem Kapselspender bekommt man auch Räder. Ich werde auf jeden Fall irgendwann nochmal, also bald, zu einem Kapselspender gehen. Und mir auf jeden Fall einige neue Sonobauteile herstellen. Ich weiß noch nicht, ob jetzt oben im Himmel, da gibt es ja nur die Kapselspender bisher, ob ich da jetzt automatisch die neuen freigeschaltet habe. Weiß ich nicht. Muss man probieren. Auf jeden Fall stelle ich mir das so vor, dass man hier jetzt einfach hier das Ding anbringt. Genau. Okay, das werde ich jetzt mal probieren. Und dazu dann noch die Batterien. Beziehungsweise erstmal lasse ich so. Zack. Dann schlage ich das hier. Stell mich drauf. Oh, wie cool. Okay, ja, die Strömung ist natürlich stark. Und wir sinken hier leider auch ein bisschen unter. Ah, das ist ein... Oh, das ist nicht ganz perfekt gelöst. Wie können wir das stabilisieren? Wie können wir stabilisieren, dass das nicht untergeht? Das ist jetzt natürlich auch ein sehr kleines Brett. Ventilator ist relativ mittig. Ich glaube, das Ding sollte ich ein bisschen weiter hinter machen. Weil es ist ja irgendwie nach vorne gekippt. Geht das nur da vorne? Kann man das nicht in der Mitte anbringen? Doch. Mal gucken, ob es so klappt. Und dann werde ich mal diese Zusatzbatterien nehmen. Die Dinger sind auf jeden Fall wieder genau da gespawnt. Das heißt, die sind schon mal fest, glaube ich. So, dann würde ich einfach mal zum Gleichgewicht hier eins hin machen. Mal gucken, ob das jetzt dann wirklich die Laufzeit verlängert. Ich denke ja schon, ne? Alter, ist das kompliziert, Junge. Nein, nein. Eieiei. Spannend, spannend. Ja, ich werde es so mal probieren. Wir werden es sehen. So. Einmal rein damit. Boah, das sackt schon ab. Nee, auch nicht so gut. Jetzt fällt es nach hinten irgendwie. Ich probiere das Ganze nochmal. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Gegengewicht. Ich probiere es nochmal so. Keine Ahnung. Es sackt wieder nach hinten. Verstehe ich nicht. Ich mache den Ventilator weiter vom Rand weg. Oh Gott, jetzt ist alles hier zer... Oh, ist das nervig. Ja, egal. Wie auch immer, wir können auf jeden Fall jetzt hier mit diesem Steuermodul einfach steuern, was sehr, sehr angenehm ist. Ja, wir steuern einfach mal hier den Boden, würde ich sagen. Das sieht so dumm aus. Das ist geil. Aber die Steuerung war echt relativ easy. Das Ding ist nur, man muss es halt irgendwie im Gleichgewicht hinbekommen. Da bräuchte es halt am besten so ein Segelmast, ne? Weiß gar nicht mehr, wie man den macht. Gibt es da irgendeinen Trick? Hier sind irgendwelche Stöcke. Die Stöcke könnte man theoretisch als Segelmast nehmen, auch wenn die ein bisschen sehr massiv sind. Aber dann bräuchte man ja immer noch irgendein Wedel. Also irgend so ein Tuch. Ich glaube, es wurde mal erklärt. Ich weiß aber gerade nicht mehr. Aha, und ich sehe schon, was hier gefragt ist. Reicht das nicht einfach hier rüber? Wahrscheinlich soll man es mit einem... mit dem Floß transportieren, aber das ist total Zeitverschwendung. Das sehe ich nicht ein. Ich lege das einfach hier so ab. Ein neuer Krog. Länger nicht mehr, keinen Krog mehr gefunden. Fällt mir gerade auf. Okay, ich wollte jetzt hier aber gar nicht so abdriften.
Ist auf jeden Fall interessant, da kann man viel experimentieren hier. Also feiere ich schon sehr hier gerade. Dieses Ding hier. Ach, wäre so schön, wenn man die einsammeln könnte, mitnehmen könnte, ey. Diese Bauteile. Gerade die, die wir noch nicht haben. Ja. Weiß nicht, der Wald war jetzt auch nicht so spektakulär vom Aussehen. Was ist das da? Achso, das ist mein Ding. Das, was. Diese Substanz, die quasi das verklebt, ist ja so glitzernd, so ein bisschen. Eier mal wieder. Auch lange nicht mehr gehabt. Nicht mehr gesehen. Wieder einmal Honig, ja. Nehme ich. Ah, diesmal haben wir es geschafft, ohne einmal Schaden zu bekommen von den bösen Bienen. Da ist ein goldener Apfel. Okay, die sieht man doch recht deutlich. Sehr schön. Beim ersten Mal haben wir den ja von unten abgeschossen. Da hat man das irgendwie nicht so gut gesehen. Habe ich irgendwas zum Fällen? Nö. Kann ich hier mit dem Baum fällen? Ne, wirkt nicht so. Muss was Scharfkantiges sein. Massiv, aber auch scharfkantig. Die ganzen Schleichwürmchen werden erstmal niedergetrampelt, beziehungsweise... Oh, ich höre es schon. Der Blutmond kommt wieder. Oh ja. Da sehe ich mich. Apropos, wir haben auch lange nicht mehr die Schattenhand gesehen. Das wird wahrscheinlich auch bald wieder passieren. Ich freue mich nicht drauf. Na gut. Blutmond, seid ihr ready? Die ganzen Monster werden wiederbelebt. Die Sequenz werde ich euch wahrscheinlich zukünftig immer rausschneiden, weil die immer die gleiche ist. Das sieht schon sehr imposant aus, ne? Okay, Sequenz vorbei. Ja, für uns ändert sich, glaube ich, jetzt nicht viel. Also die Monster sind halt stärker. Ich weiß nicht, ob jetzt random Monster auch auftauchen können. Irgendwie so diese Skelettdinger, keine Ahnung, glaube nicht. Aber auf jeden Fall bei den ganzen Monsterlagern müssten jetzt, glaube ich, alle respawned sein. Was ziemlich nervig sein kann. Das Ding ist, gehen die dann wieder nach dem Blutmond? Ich glaube nicht. Ich glaube, die bleiben dann tatsächlich wieder, bis man sie halt wieder besiegt. Was schon nervig ist, aber auch gut, weil man dann quasi, ja, unendlich farmen kann, theoretisch. Wenn man sich geschickt anstellt. Das hier sieht ein bisschen aus, als wäre hier eine Kampfstage. Wahrscheinlich kommt auf einmal so, wow, viele goldene Äpfel jetzt. Wahrscheinlich kommt auf einmal wieder so ein lebender Baum. So ein lebender Riesenbaum. Da hinten ist noch ein goldener. Okay, ich glaube, die sind doch nicht so selten wie gedacht. Aber kostbar. Da ist ein sehr großer Baum. Ist hier so eine Art Weg. Ja, aber nicht eingezeichnet. Ist nicht mal was drauf. Oh, die Mucke ist schön. Hey, das war es wieder im Blutmond? Ey, hallo. Ist der Blutmond noch da? Nein. Das verstehe ich manchmal nicht. Ich glaube, das ist einfach nur, es war Blutmond, das heißt, alle sind respawned und das war's jetzt. Weiter passiert nichts. Aber dann ist doch jetzt auch der Angriff nicht mehr gebufft, oder? Bei denen. Ich weiß es nicht. Das ist ganz komisch. Okay, da ist Smoke. Das müsste beim Stall schon sein. Der ist ja hier gleich. Den will ich eigentlich in der Folge auch noch anschauen. Wenn es die Zeit zulässt. Das ist ein Exalfoss mal wieder in Hangarzeit. Ja, der Wald war jetzt halt wirklich relativ unspektakulär. Ja, wie man es auch erwarten kann. Bei einem Wald. Es ist halt ein Wald, ja. Ja. So ist ein Wald halt, ne? Man hat Bäume. Okay. Wieder ohne Schaden. Schön. Ja, dann gehen wir noch gleich runter da zu diesem Strand. Dann besiegen wir wieder einen Exalfoss. Hallo. Lang nicht mehr gesehen. Komm bitte raus. Ich habe nicht genug Pfeile. Ich habe keinen Bock zu schießen. Komm her. Komm her. Bro. Oh, ich will nicht. Der zwingt mich. Der kommt nicht raus, ne?
Digga, der macht... Der hat 11 Stärke und ist so schlecht. Oh je. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich nicht raus konnte oder einfach nicht wollte. Ich will jetzt hier auf jeden Fall auch keine Ausdauermedizin verschwenden. Jetzt wird hier wieder alles dunkel. Das ist, glaube ich, nur wegen dem Wasser so. Boah, das war knapp mit der Ausdauer. Wenn man es nämlich im Schwimmen nicht schafft, dann wird man... Also dann stirbt man quasi und wird einfach wieder... Ja, dort gespawnt, wo man quasi das Wasser betreten hat. Okay, hallo. Auch lang nicht mehr gesehen, die Schleims. Aber mit der Waffe sind die natürlich One-Hit. Auch die großen. Beile, jawohl. Ich glaube, die Kisten sind so die besten Quellen für Pfeile. Ich weiß nicht, in den Fässern kann das auch vorkommen. Ich weiß gar nicht. Haben die überhaupt Loot, die Fässer? Hä? Hey, in den Fässern war jetzt nichts drin. Ich glaube trotzdem, in manchen Fässern, dass was drin ist. Da ist noch irgendwas da hinten. Ist irgendwas unter Wasser? Keine Ahnung. Ein Schild, glaube ich. Verrosteter Schild, ja gut. Oh Mann. Das mit dem Bogen macht... Ist, ja, das ist so... Der Bogen ist mein Sorgenkind, so. Boah, das sieht schön aus. Kriegen wir hier die Sonne noch drauf irgendwie? Ich weiß nicht, aber das reicht mir schon. Das ist schon schön genug hier. Wow. Die Ente. Okay. Ich will auf diesen Turm hier noch hoch. Und dann, glaube ich, können wir schon zum Stall gehen. Ist ein schönes Gebiet hier, diese Klippe, diese, ja, Bucht. Ich weiß gar nicht, die Folge geht gar nicht mehr so lang. Ja, wir sind schon gleich wieder am Ende, scheiße. Oh, die ging jetzt voll schnell rum, die Folge. Oh, da ist eigentlich fast keine Zeit mehr für den Stall, ne? Boah, das, oh, da ist das so ein Stein. Wir wollten ja mal testen, wie das ist mit dem nach oben. Was ist das hier? Boah, ich dachte gerade von da, das sah aus wie so ein Riesenei, aber das ist so ein Heißluft. Nur warte mal. Ah, die können wir ja auch nehmen. Das ist auch ein Sonarbauteil. Können wir damit schon fliegen? Wenn wir da einen Ventilator anbringen oder so? Oder eine Rakete? Ich glaube, in der Rakete dürfte das gehen. Ich weiß doch nicht genau, wie das dann aussieht, aber... Naja, ich will jetzt keinen Ventilator droppen, das ist Verschwendung, aber... Damit wird man dann vermutlich fliegen können. Wie auch immer das dann aussieht. Und da ist ein Schrein, da ist der Stall. Aha. Oh, das beobachte ich mal ganz kurz. Oh, schade, ich schaff's nicht mehr. Ich will das... Oh, schnell, ich will das sehen, wo der runterfällt, der Geoglyph. Schnell, geh hoch. Schnell. Komm. Das ist ein Ivarok, glaube ich. Wo ist der? Ich glaube, der war es, oder? Einer von denen. Und der bringt einen, glaube ich, zu dieser Insel hier. Kann man das vielleicht mit der Zeit rückgängig? Mit der Zeit-Ding kann man das vielleicht hinkriegen? Da werde ich gleich mal hingucken. Nee, ist doch kein Ivarok. Da ist ein Krog drauf. Sah aber so aus. Ja, diesen Krog hier, den verstehe ich immer noch nicht ganz. Weil den abzuschießen ist voll schwer, Alter. Na gut, oben bleibt er eine Zeit lang statisch. Nein, ich habe ihn nicht gewischt. Okay, auf einmal ist meine... Ist das mit der... Hä, meine Kamera? Ich glaube, entweder kann man zu heiß oder wegen Akku. Ihr müsst jetzt die letzten Minuten kurz mal aushalten ohne. Ohne Facecam. Tut mir leid. Hä, ich verstehe das nicht. Ja, jetzt ohne Facecam ist es Quatsch, jetzt hier weiterzumachen. Aber auf jeden Fall, das hier werde ich mir... Oh, hier fallen ganz viele runter. Ah, das ist immer in der Nähe von diesen Inseln. Ja, ja. Ich würde da jetzt doch gerne hingucken irgendwie, ne? Das sieht cool aus. Ich merke mir das hier mal. Das sollte ja zeitlich ungebunden sein. Ich wollte eigentlich noch ganz kurz hier hoch. Das mache ich auch. Und da ist auch nochmal eine Insel. Also immer merken, da wo die Geoglyphen runterfallen, ist über uns eine Insel. Wichtig. Och nein, das reicht nicht, oder? Ach komm. Ah nö. Oh, es reicht nicht.
Oh, ein bisschen höher müsste es sein. Können wir hier irgendwas verschieben kurz irgendwie? Oh je. Hochklettern schaffe ich, glaube ich, ohne Medizin nicht. Naja, gut. Beziehungsweise wisst ihr... kann man vielleicht irgendwie... Ist der Kochtopf hoch genug vielleicht? Ich werde ihn jetzt tatsächlich mal hier auspacken. So sieht er übrigens aus. Den habt ihr noch nicht gesehen. Ah, komm hoch da. Hoch! Hallo! Oh, furchtbar. Er will nicht auf den Kochtopf. Oh je, er geht nicht drauf. So, bleib da. Und jetzt... Klappt's von hier? Scheiße. Ja, verschwendet. Na gut, dann kochen wir aber auch gleich. Sonst ist es komplett verschwendet. Dann mache ich jetzt mal ein Edelwild. Mit einem goldenen Apfel. Wir testen es jetzt mal. Okay, füllt einfach nur viele Herzen auf. So, ich werde da jetzt hochklettern. Ich schneide euch, wenn wir oben sind. Beziehungsweise... Jetzt noch der Wecker da. Beziehungsweise... Klettern geht ja gar nicht, ne? Weil das ja kopfüber ist. Wie machen wir das jetzt? Ich werde es trotzdem mal probieren. So, wir haben es hochgeschafft. Aber ich glaube, jetzt wird er leider abfallen. Ja, da ist eine Truhe. Mist. Wir bräuchten irgendwas Höheres, um diesen Deckensprung möglich zu machen. Oder wahrscheinlich von der Insel oben runter runtergehen dann. Das wird es wahrscheinlich sein. Ja, diesen Stall werden wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge angucken. Ah, der ist gar nicht mehr in unserem Gebiet. Trotzdem werde ich hingucken. Dann diesen Schrein vielleicht noch. Ja, ansonsten ist das hier... Sind wir fast... Ja, bis auf das sind wir dann eigentlich mit der groben Durchsuchung hier diesen Umrisses fertig. Okay, dann werde ich die Folge hier beenden. In der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir da irgendwie hochkommen dann zu dieser Insel. Da fallen immer weiter Sachen runter. Ja, die wird man vermutlich dann mit Zeitumkehr zurückdrehen oder einfach... Ja doch, ich denke mal so. Okay. Na gut, Leute. Dann war es das von der Folge. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.